Lalalala. Heute geht's wieder nach Los Santos. Ach, da steht er schon bereit. Hallo. Moinsen, wie geht's? Gut, und Ihnen? Perfekt, ich würde sagen, wir fliegen jetzt wieder los, ne? Das wäre schön, ja. Dann würde ich sagen, einmal alles checken. Charlie, Charlie. Bereit auf Start und Landebahn 1. Yep. Gut, wir haben Kontaktfreigabe. Startfreigabe. Das hört sich gut an. So, wieder festhalten, wie wir starten. Ist schon irgendwie cool, Flugzeug zu fliegen, ne? Finde ich auch, ja. Oh, leichte Turbulenzen hier. Ja, und in der Nacht macht das ja auch eben so Spaß, bisschen so zu fliegen. Ja. Das ist ja das Schöne daran. Man sieht die ganzen Lichter und so, ne? Am Tag Genau. sieht man, meine ich ja auch mehr, aber das sieht halt so geil Ja. aus mit den Lichtern und hier zum Beispiel wie an der Militärbasis. Ja. Weiter hoch. Na, und schön ausgeschlafen. Ja, muss man ja. Ah, ich musste ja noch früher aufstehen als sie, weil ich musste ja das ganze Flugzeug vorbereiten. Es dauert manchmal auch schon so eine Stunde oder so. Ja. Was wollen wir denn heute noch so unternehmen in Los Santos? Ich würde sagen, wir fliegen jetzt ganz entspannt zu Los Santos Airport. Da stellen wir das Flugzeug ab. Dann mache ich noch alles aus. Und dann fahren wir zu ihrem Hotel oder ich auch zu meinem Haus. Und da schlafen wir dann erstmal aus. Und treffen uns dann morgens irgendwo noch. Also mal gucken. Ich denke mal, wir treffen uns vielleicht so bei Maze Bank oder so. Und ja, dann ich würde mir gerne noch ein Tattoo machen und wir können ja vielleicht noch Tennis spielen oder sowas. Okay, das hört sich gut an. Ja, da sind wir ja schon wieder beim Los Santos am Flughafen. Ja, sind ja auch schon fast wieder da, ne? Ja. Ja, ich gehe gerade in den Landeanflug. Wir landen diesmal auf der rechten. Eigentlich ist es egal, wo man landet. Okay. Down, down, Charlie. Bitten um Landeerlaubnis. Okay, wir haben Landeerlaubnis bekommen. Das ist gut. Manchmal, oft sagen die, dass es nicht geht, aber da jetzt Nacht ist, deswegen wollte ich auch über Nacht fliegen, weil da so wenig fliegen. Und jetzt sind wir gelandet. Perfekt. Fahren wir zum Hangar oder wo wollen Sie das Flugzeug parken? Na, ich würde sagen, wir stellen das hier am Gate ran. Okay. Ach, wir landen über 14A. Okay. 14A sind wir rausgegangen und jetzt gehen wir vorne ans Gate.
Zack. Zackig, knackig. Zack. Und steigen Sie bitte aus. Ich fahre noch alles herunter. Licht aus. So, drinnen noch ein paar Sachen machen. Okay, gut. Stehen noch perfekt. Wir stehen ja. Sagen, Licht aus. So. Nachher kommt das ganze Boarding und bringt das dann also das Boarding kommt nachher und macht da noch den letzten Rest. Okay. So geil. Ich find's toll, dass der Flughafen das so macht, dass man einfach hier so einen Helikopter nehmen darf. Ja, finde ich auch gut. So, perfekt. Guten Tag, hallo. Wollen wir zu Ihrem Haus oder zu meinem Hotel? Mir ist egal. Ich kann sie auch bei ihrem absetzen, wenn sie ja wollen. Und dann treffen wir uns morgen früh wieder hier. Ja, machen wir das so. Also morgen früh ist nicht so, aber mittags, weil ich muss auch noch ein bisschen schlafen. Ja. Es ist ja schon fast morgen früh. Warten Sie. Zack, da sind wir. Okay, danke. So, bis tschüss. Tschüss. Bis nachher. Ja. La 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 la. Oh, ich trinke mal noch mal was. Mal ein Abendbier. Oder Frühbier. So, und jetzt werde ich mich mal hinlegen. Dum 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 dum. Früher Morgen, so. Oh, ich werde angerufen. Hallo? Hallo? Du, ich bin gleich bei dir, ne? Okay. Dann können wir gleich weitermachen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich warte hier. Tschüss. Ja, ich werde auch mal eine rauchen. Auch wenn ich gesagt habe, ich will keine, weil jetzt irgendwie ja. Moinsen. Moin. Oh, schicker Wagen. Ja. So, wo geht's jetzt hin? Ich würde gleich für mich und Sie können dann ja auch was machen. Ich würde gleich ins Tattoo-Studio noch. Okay. Da will ich noch fix mein Auto reparieren lassen. Ja. Fahren wir mal zur Ammunition. Die Ammunition da oben. Quatsch. Der Tuning-Laden soll da oben richtig gut sein. Jetzt hier, wo wir sind. Ja, habe ich auch gehört. Von meinem ehemaligen Kumpel, der verstorben ist. Das ist sein Kumpel und der arbeitet hier. Okay. Na, was geht bei dir? Machen wir mal mein Fahrzeug wieder heil. So, tschüssi. Also, wir können auch mal ein bisschen Musik machen, das stimmt. So. Oh Gott. Was ist mit meinem Reifen los?
ich habe gehört, die gibt's um die Ecke im Laden nachher. Das ist in der Nähe vom Tattoo-Studio. Da wird man per Helikopter in die Luft gebracht und da kann man Rennen machen. Okay. Die nennt sich Stunt-Rennen. Vielleicht können wir mal eins machen, wenn du willst. Ja. Können wir gerne machen. Oh, da vorne ist ja schon der Tattoo-Laden. Ja. Ich werde mir vielleicht auch eins machen lassen. Hello. Ich wurde gerade richtig, ich bin gerade gegen irgendeine unsichtbare Mauer gefahren. Eben, war das hier mit einem Müll? Das war doch eben nicht, oder bilde ich mir das ein? Weiß ich nicht. Maybe a naked lady tattoo today? Aua. Ja, okay, ich mach jetzt erstmal keinen Sport. Danke, ja. Kann ich mich kurz umziehen hier irgendwo? Okay. Danke. So, tschüssi. Tschüss. So, jetzt habe ich mein Tattoo auch. Und fahren wir mal wieder. Ach, da ist er ja schon, der Helikopter zum Rennen. Perfekt. Where are we heading? Das Rennen befindet sich hier. Okay. Hold on. So drunk last night, I'm still kind of tipsy. Man. Oh, da sind wir ja schon in der Luft. Bei so einem Rennen. Ich will mal wissen, wie man sowas baut. Ja. Erstmal Rennen fahren, ich sehe das nur immer im Fernsehen. Vor allem was cool ist, man wird irgendwie wieder teleportiert, wenn man runtergefallen ist. Ist wie so ein Videospiel. Ja. What the fuck? Wo bist du? In den Röhren. Achso, ich fahr jetzt rein. Okay. Jetzt kommen hier auch noch so eine Hindernisse. Ich finde das Rennen cool. Ich auch. Jetzt irgendwie. What the fuck? Hey, wo ist der Punkt? Achso. Punkt befindet sich hier. Jetzt musst du den ganzen Weg nochmal runter, oh Gott. Ich bin auch gerade oben angekommen und jetzt muss ich wieder runter. Gibt's da eigentlich für so eine Rennen... Fahren das auch Rennfahrer? Ja, also was fahren auch Rennfahrer? Hä, hey, warum fahr ich zur Richtung? Ich fahr doch richtig. Ja, das wird bloß angezeigt, weil die Punkte dahin zeigen und du halt in die andere Richtung fährst, aber du fährst im Prinzip richtig. Fahren sie auch immer öfter so eine Rennen hier? Ja,
Okay, weil ich sehe die nur immer im Fernsehen. Also die Wagen, die sie hier haben, die sind auch hammergeil. Ja. Wieder so ein Hindernis. Wow, fliege ich weit. Jetzt geht's wieder in die Röhre. Wow, jetzt fliege ich. Oh Gott. Oh, oh. Und jetzt kommen die ganzen Speeds. Ist das schlimm, wenn man das Auto kaputt macht, oder sind das gebraucht worden? Die werden wieder repariert, also macht es gar nichts. Okay, weil ich gerade mich fast überschlagen habe. Oh, aber jetzt muss ich sagen, meins kriege ich immer relativ schnell kaputt, aber meins sieht noch gut aus. Jetzt sind wir gleich da. Ja, ich bin. Zack. Oh, war cool da oben. So. So, einmal runterladen.